Er ist in die Geschichte eingegangen als stärkster Taifun, der jemals auf Land gestoßen ist. Haiyan, der Sturmvogel. Mit Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 350 Stundenkilometern prallt er im November 2013 auf mehrere philippinische Inselgruppen. Hier Amateuraufnahmen, aufgenommen aus dem Obergeschoss des Steyler Krankenhauses in Tacloban. Häuser zerschmettern von der unbändigen Wucht des Windes, zurück bleibt ein Trümmerfeld. Etliche Straßen sind unpassierbar, Strom- und Telefonnetz zusammengebrochen. Die Bilanz des Sturmtags: rund 7000 Tote, mehr als 26.000 Verletzte. 4 Millionen Menschen sind obdachlos. Zur gleichen Zeit in Deutschland. In der deutschen Missionsprokur der Steyler Missionare laufen die Vorbereitungen zu einer der größten Hilfskampagnen ihrer Geschichte an. Seit 1909 wirken die Steyler Missionare auf den Philippinen. Die Ordensleute kennen das Land, seine Infrastruktur und die Bedürfnisse der Menschen. Während andere Hilfsorganisationen sich erst orientieren müssen, rollt die Hilfe der Steyler Missionare sofort an. Die Spendenbereitschaft in Deutschland ist enorm. Privatleute und Firmen, Schulen und Vereine, alle möchten helfen, mit kleinen und mit großen Summen. Dank dieser großen Unterstützung können die Missionare vor Ort schon kurze Zeit nach der Katastrophe ihr Nothilfeprojekt starten. Gemeinsam mit Freiwilligen verteilen sie in besonders betroffenen Gebieten über 10.000 Survival Packages. In ihnen finden die Taifunopfer die nötigsten Dinge zum Leben: Nahrung und Kochutensilien, Kleidung und Decken, Taschenlampen mit Batterien. Außerdem bringen die Steyler ein Traumateam von der Insel Cebu nach Leyte. Psychologinnen und Psychologen der San Carlos Universität. Sie kümmern sich um die vielen Opfer, die unter Schock stehen, unter ihnen viele Kinder. April 2014, auch 5 Monate nach der Katastrophe, herrscht in Tacloban und Umgebung immer noch Ausnahmezustand. Das Ausmaß der Zerstörung ist nach wie vor gigantisch. Haiyan hat eine riesige Schneise der Zerstörung geschlagen, immer noch werden Tote aus den Trümmern geborgen, riesige Schiffwracks blockieren Siedlungsgebiete an der Küste. Menschen stehen für Lebensmittel und Hilfsgüter Schlange. Die Kathedrale von Palu, auch sie hat der Taifun stark mitgenommen. Auf dem Kirchplatz hat man in einem Massengrab eilig über 200 Taifunopfer beerdigt. Am Portal sind an einer Stoffbahn ihre Namen zu lesen. Obwohl die Kathedrale stark beschädigt ist, versammeln sich in ihrem Innern bereits wieder Menschen zum Gebet. So sehr die Bevölkerung unter den Folgen des Taifuns leidet, hier findet sie Zuflucht im Glauben. Am Liceo del Verbo Divino, einer Schule der Steyler Missionare in Tacloban, ist inzwischen der normale Unterricht wieder angelaufen. Im Taifun waren das Gebäude und der gesamte Campus stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Später diente es als Zufluchtsort für Menschen, die im Sturm ihr gesamtes Hab und Gut verloren hatten. Heute kündet auf dem Schulhof nur noch ein großer Bücherberg von der Katastrophe. Im Taifun ist die gesamte Schulbibliothek zerstört worden. Ebenso das Dach und der Fußboden der Schulkapelle. Das Divine Word Hospital der Steyler Missionare war in den Tagen nach dem Taifun das einzige Krankenhaus in Tacloban, das Patienten aufnahm. Ohne Strom und Wasser und unter widrigsten Bedingungen kämpften dort freiwillige Ärzte um das Leben der Patienten. Viele technische Geräte sind in den Fluten zerstört worden. Die lokale Radiostation der Steyler in Tacloban wurde im Taifun leider komplett zerstört. Ihr Programm wäre zur Information der Bevölkerung sehr hilfreich gewesen. An anderer Stelle soll sie wieder aufgebaut werden. Jenseits der Stadtgrenzen von Tacloban ist Phase 2 der Steyler Katastrophenhilfe angelaufen, der Wiederaufbau.
Rund 2400 Häuser sind mithilfe der Steyler Missionare inzwischen im Norden der Insel Cebu, auf der Insel Bantayan und hier auf der Insel Leyte gebaut worden. Der Aufbau jedes total zerstörten Hauses kostet 250 Euro. Hier im Barangay del Carmen sind rund 140 neue Haushalte entstanden. Genau wie alle übrigen Baugebiete der Steyler steht die Ortschaft in einem Landstrich, der von der philippinischen Regierung mit wenig Hilfe bedacht worden ist. Die Menschen hier sind zum überwiegenden Teil Kokosnussfarmer. Im Taifun sind ihre Plantagen stark beschädigt worden. Für viele Jahre können die Familien auf dem bisherigen Weg kein Einkommen mehr erwirtschaften. Zum Bau jedes Hauses haben die Steyler Werkzeuge und Baumaterial ausgegeben. Holz, Nägel, Zement, Hammer und Handsägen. Nur jene Dorfbewohner, die willens waren, ihr Haus mit ihren eigenen Händen wieder aufzubauen, sind mit den Baumaterialien ausgestattet worden. Die Region und ihre Menschen sind auch Monate nach dem Taifun immer noch gezeichnet. Noch viele Jahre wird es dauern, bis hier und auf den Nachbarinseln wieder Normalzustand herrscht. Die Steyler Missionare möchten in dieser Situation ihre Solidarität für die Taifunopfer fortsetzen und insbesondere weiter dabei helfen, Häuser für jene zu bauen, die im Sturm obdachlos geworden sind. Helfen Sie uns dabei mit einer Spende auf unser Konto 11009 bei der Steyler Bank in St. Augustin. Stichwort Taifun-Nothilfe. Oder spenden Sie online auf www.steyler-mission.de.